Willkommen zu Foisy Federal. Das ist der wöchentliche Tag beim Nebelspalter aus dem Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Dr. Stefan Rietiker. Er ist vom Verein Gesund und Frei und er ist Arzt und Unternehmer. Er war schon mal da gewesen. Wir haben über Corona geredet. Das war im Sommer gewesen, glaube ich. Und jetzt ist ziemlich viel passiert. Wir stehen kurz vor der Abstimmung. Die Zahlen steigen da und das wollte ich mit ihm noch einmal besprechen, wie er das analysiert. Wir nehmen zusammen ein Glas Walliser Bödi Darwin dazu. Im Wallis ist auch die Impfquote tief, wird bemängelt hier in Bern. Darum sind die Krise ganz schlimm, das müssen wir anschauen. Vielleicht hilft auch ein bisschen Bödi. Vielleicht hilft auch das, ja. Genau. Ja, die Zahlen steigen, es sind über 8'000 Fälle, auch heute gemeldet. Auch die Hospitalisationen haben zugenommen, deutlich weniger aber als die Fälle. Die Lage sei kritisch, hat gestern der Alain Berset gesagt. Einen Tag vorher hat die Taskforce gewarnt, es werde ganz schlimm, es müsse kommen zu Triage Mitte Dezember in den Schweizer Spitälern. Was ist falsch gelaufen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Es ist nicht viel falsch gelaufen. Es ist das passiert, was man annehmen konnte. Also erstens mal zu den Fällen. Mich dünkt die Anzahl Infektionen nicht sonderlich beunruhigen. Was man sicher muss genau anschauen muss, sind die Anzahl Hospitalisationen. Und insbesondere die Hospitalisationen auf den Intensivpflegestationen. Mhm. Dort könnte es einen Bottleneck geben. Im Moment ist es so, dass man sagt, es sind rund 20% von den Intensivbetten beleidigt durch Corona-Patienten. Das ist noch nicht so schlimm. Ich meine, du hast das Thema von der Taskforce angesprochen. Also dort höre ich schon gar nicht an. Und wenn Frau Stadler als Nichtmedizinerin ihre pseudowissenschaftlichen Weisheiten zum Besten gibt, dann sollte man da gar nicht anhören. Es geht wirklich um medizinische Fakten. Eins muss man klar sehen, Corona kann eine sehr ernsthafte Erkrankung sein. Also wir müssen das Augenmerk schon auf diese Fälle richten. Mhm. In der Gesamtheit ist es nicht eine schwere Erkrankung. Aber nochmal, es gibt Einzelfälle, die sehr schwerwiegend sein können. Und darum muss man sich rüsten und entsprechend wappnen. Jetzt hat der Bundesrat gestern eigentlich nicht viel entschieden, sondern hat gesagt, ja, die Kantone sollen handeln, weil einzelne Kantone stark betroffen sind, 6-mal mehr als andere Kantone. Und das sind die eine tiefe Impfquote haben. Also, in dem Fall ist bewiesen. Wenn man einfach eine höhere Impfquote hat, dann wird alles gut. Also bewiesen ist gar nichts. Kommen wir mal zurück zum Bundesrat Berset. Er spielt ja das Spiel immer und sehr erfolgreich. Wenn er nicht will entscheiden, und jetzt hat er sicher Gründe dafür wegen dem Wahlkampf, dass man nicht sollte entscheiden, dann lässt er den Kanton quasi, spielt er denen den Ball zu und die kommen dann und bitten ihn dann inbrünstig und sagen, komm bitte und hilf uns. Und dann kann er sagen, ja gut, ihr habt mich gebeten, dann mache ich etwas. Er wird sicher nichts machen vor dem Sonntag. Zu den Zahlen. Das ist immer so eine Sache, wenn man die Zahlen anschaut. Ich habe gerade vor dieser Aufnahme jetzt noch mal schnell reingeschaut. Das ist ein heilloses Durcheinander, auch was man im BAG sieht. Weil da werden Zahlen vermischt. Durchschnittszahlen, Inzidenzen, Prävalenzen und dann absolute Todes- und Krankenzahlen. Mhm. Da wird einfach wild addiert und subtrahiert. Und das kann es natürlich nicht sein. Das stimmt niemals. Also man muss schon sehr mit grosser Vorsicht die Zahlen, gerade die öffentlichen vom BAG, hinterfragen. Zu der Impfquote. Wir sehen ja Länder mit hohen Impfquoten, 85% und drüber, die wieder voll in ein Boosterprogramm laufen. Ja, Israel zum Beispiel. Mhm. Oder? Und ich glaube, Irland ist auch so, oder? Ist auch so, ja. Und da muss man klar sehen. Und das unterstreicht ein Narrativ, das wir von relativ früh an, wo die Impfungen aufgekommen sind, gesagt haben, mit der Impfung alleine wird man die Pandemie nicht besiegen können. Und das zeigt sich jetzt deutsch und deutlich. Und mittlerweile hat sogar der Professor Berger gemerkt, oder, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Und ist jetzt zurückkrebsen und hat gesagt, ja, die Impfung ist sicher ein Bestandteil der Strategie, aber wir werden auch natürliche Immunisierungen haben müssen. Nur in der Kombination
mhm. werden wir letztendlich also, die Pandemie besiegen. Du meinst den Christoph Berger, oder? Das ist der Präsident von der... Von der Impfkommission. Von der Eidgenössischen genau. Kommission für Impffragen, genau. EKIF. Genau. Ich meine, bei ihm ist es ja schwierig zu herausfinden, was er wirklich meint, weil er drückt immer rundum und larviert, schaut... Das ist, weil er unter politischem Druck ist, natürlich. Ja, aber ich meine, er ist letztendlich Arzt und er sollte die ärztliche Auffassung vertreten, nicht eine politische. Und da bin ich schon ein bisschen erstaunt, wenn ich ihm zuhöre. Aber selbst er sagt jetzt, Pandemie, und das war kürzlich, ist nicht zu beherrschen mit der Impfung. Und das ist ja das, was wir schon lange sagen. Mhm. Aber ich meine, es hat schon viel deutliche Zunahme an Hospitalisationen und Fällen in diesen Kantonen, wo die Impfquote nicht ganz so hoch ist. Also reden wir von wo? Also von der Zentralschweiz und der Ostschweiz. Also, das ist, da siehst du keine Abhängigkeit von der Wirkung oder so. Ich sage nicht, ich sage keine Abhängigkeit, aber man muss es im Detail anschauen. Mhm. Was ich aber sagen ist, mit dem zusätzlichen Einsatz von neueren Medikamenten. Und ich bin sehr froh, dass jetzt der Bundesrat Berset nach unserer Arena-Sendung bekannt gegeben hat, dass zumindest monoklonale Antikörper zugelassen werden. Mhm. Es gibt aber auch andere Medikamente. Und mit denen kann man schwere Fälle in bis zu 90% verhindern. Und das wollen wir doch letztendlich. Wir wollen schwere Fälle verhindern. Wir wollen Hospitalisationen, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Und wir wollen damit erreichen, dass auch eine möglichst hohe Anzahl von Nicht-Risikogruppen-Personen können sich natürlich immunisieren. Mhm. Und nur dann werden wir die Pandemie mhm. besiegen. Mhm. Über die Arena-Sendung reden wir dann ganz sicher mhm. noch. Jetzt nimmt mich noch Wunder, ich meine, am Sonntag stimmen wir vor allem über das Zertifikat ab, das in dem Covid-Gesetz drinnen ist. Würdest denn du sagen, dass das Zertifikat hat nichts gebracht, wenn die Impfung ja nicht so viel gebracht hat, wie man gedacht hat? Also ich muss vielleicht schon widersprechen. Es geht schon nicht nur um das Zertifikat, sondern es geht auch um Marginalisierung und Spaltung von der Gesellschaft, Marginalisierung von der Ungeimpften und auch der Frage, wie viel Überwachung will der einzelne Bürger tolerieren. Mhm. Jetzt zurück zum Zertifikat. Das Zertifikat hat am Anfang sicher etwas gebracht, oder? Die Freiheit, man hat können wieder ins Restaurant gehen. Aber jetzt mit der sehr hohen Durchbruchsrate von Covid-Infektionen ist doch so, dass das eine Skifreiheit ist, weil sehr viele, die geimpft sind, sind möglicherweise selber auch Verbreiter vom Virus und mhm. merken es nicht einmal oder müssen es gar nicht merken oder müssen nichts dagegen machen, weil sie haben das Zertifikat. Genau, wir können überall hin. Sie können überall hin. Ich selber habe auch eine Durchbruchsinfektion gehabt, mhm. habe mich dann aber auch daran gehalten, dass ich da nicht in die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber das müssen sie nicht machen. Wenn du ein Zertifikat hast, dann kannst du in ein Restaurant, du kannst unter die Leute und niemand merkt es. Und das relativiert natürlich die Bedeutung des Zertifikats sehr. Übrigens in gewissen Ländern, und das ist auch ein Märchen, das immer erzählt wird, man kann nicht reisen. In den USA musst du kein Zertifikat mhm. haben, beziehungsweise es wird gar nicht akzeptiert. Mhm. Man muss einen Test mhm. haben. Wenn du nach Dubai mhm. gehst, dann ist es das Gleiche. Aber verstehe ich dich richtig? Du sagst sozusagen, das Zertifikat hat für eine Scheinsicherheit gesorgt bei denen, die geimpft sind. Die sind aber jetzt die, die eigentlich die Pandemie weitertreiben. Und die Ungeimpften, die sind ja, wenn sie irgendwo hinwenden, müssen sie sich testen lassen. Man kann es einfach nicht pauschalisieren, aber sehr okay. oft müssen die Ungeimpften, ja, wenn sie in ein Restaurant gehen, mhm. oder einen Anlass, müssen sie ja. einen Test bringen. Jetzt ist natürlich die akademische Frage, wie lange oder wie lange geht es, wenn jemand in einer Frühinfektion ist, bis der Test angibt? Oder? Und mhm. dort gibt es ein kleines schwarzes Loch. Man hat das Gefühl, dass bei den Ungeimpften das etwas länger könnte sein als bei den Geimpften. Mhm. Das weiss man aber nicht und ist nicht der Studie beleidigt. Aber wenn wir mal annehmen, dass es mehr oder weniger gleich, was mehr oder weniger auch stimmt, dann kann man sagen, ein Ungeimpfter, der ein negatives Testresultat hat, der ist ja sicher. Wenn aber ein Geimpfter es entweder nicht merkt, oder einfach sagt, es ist mir gleich und fotiert mhm. sich und geht mit dem Zertifikat mhm. unter die Leute, geht in ein Fußballstadion oder so, dann verbreitet er signifikant das mhm. Virus. Und darum ist es absolut unzulässig und auch undemokratisch, wenn wir den Kampf auf dem Buckel der Ungeimpften austragen. Mhm. Jetzt will ich eben die Arena-Sendung kurz besprechen. Du hast eine Verwarnung kassiert vom Moderator, vom Sandro Brotz. Es hat dann überall geheißen, es hätte es noch nie gegeben und so. Aber wie ist jetzt das genau gewesen? Es ist ja dort, glaube ich, darum gegangen, dass der Faktenchecker gesagt hat, Thomas Häusler, muss den Namen sagen, die Medikamente, die du als wichtig erachtest bei der Bekämpfung der Pandemie, sind nicht so verfügbar. Ja, er hat Verschiedenes gesagt, das nicht gestimmt hat. Oder er hat in der ersten Intervention hat er gesagt, dass, ich habe gesagt, die Anzahl der Geimpften, die hospitalisiert sind, die steigt an. Mhm. Ich habe nicht gesagt, wie viel.
Das kann man diskutieren, da gibt es verschiedene Statistiken. Es gibt einige, die sagen 25-30%, und so mehr. Das hat er dann in Abrede gestellt. Und ich wollte dort eigentlich meine Hand erhoben und etwas sagen, weil das, was er gesagt hat, nicht gestimmt hat. Und da hat man mich übergangen. Und dann ist die zweite Intervention gekommen, die ich gesagt habe, in einem Plädoyer, dass die Pandemie mit der Impfung alleine nicht wird besiegt werden, dass es auch da dazu eine natürliche Immunisierung braucht und auch, dass man neue Medikamente braucht. Mhm. Medikamente, sechs monoklonale Antikörper, sechs die neuen Pillen von Pfizer, Merck. Es gibt andere, es muss Cortison nochmal hochdosiert einsetzen. Ivermectin, das ist eine Frage, kommt ein bisschen auf die Studie drauf an, man muss mindestens anschauen. Und da gibt es auch das Gebiet, das sage ich als Schulmediziner, der komplementären Medizin, wo man auch anschauen muss. Mhm. Aber mit dem Ganzen, mit dieser Toolbox oder, von Medikamenten, können wir, und vor allem bei neueren, Merck, Pfizer, kann man in 90% schwere Verläufe und damit Hospitalisationen verhindern. Und das habe ich gesagt. Und dann ist der Häusler nachher gekommen und hat gesagt, ja, das müssen wir relativieren und wir müssen ihn am Anfang geben. Das habe ich schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man es in einer Frühphase von einer Infektion gibt. Und er hat das Ganze relativiert und hat dann noch, das habe ich dann noch den Gipfel gefunden, noch gefunden, ja, die sind ja eigentlich viel zu teuer, die Medikamente. Also wir wollen ja nicht schon sonst einen Haufen Geld wieder ausgeben. Ja. Und da habe ich einfach müssen sagen, jetzt platzen wir den Kragen. Ein Nicht-Mediziner soll einfach nicht über solche Behandlungsmodalitäten diskutieren. Und dann hat das Aldo Brotz natürlich gesagt, ja nein, das ist quasi das Orakel von Delphi, der weiss alles. Und das hat ja dann die Interventionen gegeben. Und ich gesagt habe, das ist einfach kein qualifiziertes Statement. Aber das Interessante war ja, dass der Alain Berset selber dann auch gesagt hat, ja, man muss das mit den Medikamenten anschauen. Oder? Und ich glaube, es gibt auch eine Äußerung vom Christoph Berger, die in die Richtung geht. Oder? Also, ja, er hat ja lange immer auf dem Impfzug zu meiner grossen Freude. Hat er glaube vor 2 oder 3 Tagen ein Statement von sich gegeben, wo er auch endlich mal zugegeben hat, dass man mit der Impfung allein die Pandemie nicht besiegen kann. Das ist ein Narrativ, das wir schon lange verfolgen. Und hat dann auch gesagt, dass man andere Medikamente anschauen muss. Und dort sollten wir proaktiv werden als Staat. Wir sollten begünstigen und mit Geld fördern, dass Medikamente entwickelt werden und dass sie, wenn sie entwickelt sind, möglichst rasch begutachtet und eingeführt werden. Was auch noch jetzt überall gesagt wird, auch vom Herrn Berger, ist die Frage von dem Booster. Oder also wir haben gestern in dieser Medienkonferenz von Alain Berset eine Grafik zugeschickt bekommen, dass eben der Impfschutz sei verringert auf 50%, auf 80%. Und dann mit dem Booster sind wir wieder auf 90%. Und der zweite Grafik haben wir bekommen, dass auch die Gefahr, das Virus weiterzugeben, sind 90%, wenn man frisch geimpft ist. Dann nach 6 Monaten ist es auf 50% und mit dem Booster ist es wieder auf 90%. Und alle sagen, jetzt müssen wir sofort die ganze Bevölkerung boostern. Was sagst du da dazu? Also weißt du uns mal die Zahlen. Was heisst schon eine Wirksamkeit von 90%? Da muss man mal in die Studien gehen. Also das stimmt ja schon mal nicht, weil der Endpunkt schon falsch gewählt worden ist in diesen Studien. Inwiefern? Ja, weil er einfach viel zu tief gesetzt worden ist. Damit sind viele Substanzen, würden auch die gleiche Wirksamkeit anbringen. Also das ist ein generelles Problem, wie die Studien durchgeführt worden sind. Aber eine Impfung kann ja nicht 90% wirksam sein, wenn sie einen Durchbruch von 40-60% hat, relativ rasch mal. Also man geht davon aus, dass nach wenigen Wochen eigentlich der Impfschutz schon massiv zurückgeht. Wenn man aber, und das überrascht mich dann wieder bei dieser Booster-Diskussion, wenn man dann schon sagt, und das sagt man in meinen Augen zu Recht, dass man die Risikogruppen, die da wären, vor allem die ältere Bevölkerung, genau, 70 aufwärts, sollte impfen, und man weiss, dass es zu Durchbrüchen kommt, dann sehe ich nicht ein, wieso man da einen Booster zurückhält für diese Gruppen und auch Risikogruppen allen Alters. Und wenn man dann schon merkt, dass die ältere Bevölkerung den Booster aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden will, dann sehe ich auch nicht ein, wieso man ihn nicht zur Verfügung stellt an einer breiteren Öffentlichkeit. Ich meine damit nicht die Kinder und die Jugendlichen, aber alle anderen, die das machen wollen. Warum man da künstlich zurückhaltet, weiss ich nicht. Vielleicht wissen die etwas, was wir nicht wissen. Es wäre ja auch interessant zu wissen, wie der Booster dosiert ist. Aufgrund von meinen Angaben, die ich weiss, ist das die gleiche Dosierung, wie der gleiche Impfstoff. Also der gleiche Impfstoff. Genau. Dort kann man sich natürlich fragen, wenn sie 40-60% Durchbruch haben bei dieser Delta-Variante,
wie sinnvoll das ist, einen unveränderten Impfstoff noch zu applizieren in einem Booster. Und dort hat man nicht genügend Daten, aber man muss der Fairness halber sagen, wir haben auch bei der Einführung von der Impfung haben wir nicht genug Daten gehabt. Wieso es jetzt zaudert bei dem Booster, das kann ich nicht beantworten. Aber es ist ja, also wir zaudern, glaube ich, bei der ganzen Bevölkerung. Uns hat man gesagt, im Medienzentrum hängen die von der Impfinfrastruktur ab oder von den Kantonen, die sind irgendwie nicht in der Lage. Aber so die Risikogruppe, glaube ich, die haben jetzt alle geimpft oder sie werden laufend geimpft, oder? Das geht schon vorwärts. Aber also gut, ich kann jetzt nur aus den Tageszeitungen dass offensichtlich die Impfkampagne ein relativer Flop gewesen sind, oder? Es war ja in dem Impfdorf allerdings so, gewesen, dass Eltern kommen wollten und haben genau, den Booster gewählt, die sind dann angestanden und wieder gewiesen worden. Ich glaube, die Risikogruppe, die gehen impfen, die gehen auch boostern. Ich denke auch. Das sind ja die wenigsten, die Impfquote ist ja dort auch hoch. Also das ist nicht, ja. Ja, und dort ist eine Impfquote auch vertretbar, weil letztendlich, wenn wir dort nicht nur, also wir wollen schwere Nebenwirkungen verhindern, und wenn man schaut, im Alter 85, jährig, oder? Ist die Mortalität durch eine Covid-Infektion in etwa 15%. Und das ist ein No-Brainer, dass man an und für sich mit einer Impfung wird besser dasteht. Umgekehrt proportional natürlich zu der Jugend und den Kindern, oder? Wo die Mortalität von einer Infektion asymptotisch gegen Null geht. Dort muss man nicht impfen. Jetzt gibt es Länder rund um die Schweiz. Österreich ist im Lockdown. In Deutschland wird 2G diskutiert und eine Impfpflicht. Auch in Österreich ist die Impfpflicht einmal so ein bisschen angekündigt. Das ist noch nicht umgesetzt. Irland ist in einem Teil Lockdown. Holland hat Massnahmen verschärft. Ja, und wie siehst du das? Sind wir denn, das Nächste ist nach der Abstimmung, dass man das bei uns einführt? Ja, auf keinen Fall. Man hat ja gesehen, dass die Lockdowns nichts bringen. Und das wird auch in Österreich und Deutschland nichts bringen. Was man jetzt machen muss, ist subito die neuen Medikamente pushen, mit denen wir schwere Fälle vermeiden können. Das ist wichtig neben der Impfung. Und dort müssen sie jetzt verwachen in Bern. Und zwar wirklich schnell. Weil die Medikamente wären da, die wären verfügbar, die sind in anderen Ländern zugelassen. Wenn ich zum Beispiel die Cocktails anschaue, die man in den USA appliziert. Und die USA ist ja, weiss Gott, nicht das Vorzeigeland in der Covid-Bekämpfung. Aber jetzt sind die Cocktails da. Und man tut systematisch Leute behandeln. Man macht vom Nasenrachenraum Desinfektionen. Man macht die Medikamentencocktail, man gibt Cortison, man macht Blutverdünnung und da wird ein ganzes Regime angeboten, inklusive Spurenelement, inklusive sogar gegebenenfalls auch unter Einbezug von Komplementärmedizin. Da gibt es ein ganzes Arsenal. In den USA sagt man eine Toolbox, oder, wo man kann einsetzen kann. Und da müssen wir jetzt verwachen und etwas machen. Das wäre viel gescheiter. Also, und das ist alles FDA, also von der amerikanischen Swissmedic. Rede nur über Sachen, die gekauft sind. Dann sind wir ja einfach, dann sind wir einfach dort einfach hinten drin. Also ist Swissmedic hinten drin oder ist BAG hinten drin? Wer ist da hinten drin? Wir sind beide hinten drin. Leider. Ja. Okay. Das liegt leider, an der Güte und der Qualität dieser Leute. Oder? Und dort muss man halt endlich mal durchgreifen. Oder? Und wir haben ja das Gespräch angeboten. Es hat auch andere Experten. Ich nenne den Professor Paul Vogt, der sehr anständige, wissenschaftlich fundierte Interpellationen gemacht hat. Er hat Vorschläge gemacht, was man könnte machen. Und er ist basically einfach abgeputzt worden. Oder? Das hat niemand interessiert. Und dort muss der Herr Berset sich schon überlegen, ob er von den richtigen Leuten beraten wird. Ich denke, dort müssen wir den Fächer öffnen. Und für das stehen wir ja auch ein. Wir sagen nicht, wir wissen alles besser. Das sagen wir nicht. Wir wissen auch nicht alles, bei weitem nicht. Aber wir müssen einen offenen Diskurs haben mit Experten, die auch anders denken. In einer Firma, wenn sie eine Firma führen, dann bringt man die Firma nur weiter, wenn man auch Querdenker zulässt. Wenn man nur immer alle die gleich geklonten Leute hat, dann irgendwann einmal kommt man nicht mehr weiter mit einer Firma. Ich habe jetzt den Eindruck, das ist einfach so, weil die ganze Sache so politisiert ist und weil dann, sagen wir, der politische Gedanke und auch die kommunikativen Überlegungen letztlich über wissenschaftliche Neugier und Fakten dominieren oder so. Das ist ein mein Eindruck, also subjektiv. Das ist auch mein Eindruck, aber Politiker haben einfach in der medizinischen Entscheidungsfindung nichts verloren, sondern sie müssen entscheiden, sie müssen Verantwortung übernehmen, aber zuerst müssen sie die richtigen Leute anhören. Das ist ein Strategiefindungsprozess. Aber es ist doch offensichtlich,
wenn man die Zahlen anschaut, dass die Strategie vom Bundesrat und auch der umliegenden Länder, nämlich die Eindämmungsstrategie, dass die in der Sackgasse ist, die funktioniert einfach nicht. Also gleichzeitig sagt aber der Bundesrat, ja, das Virus wird alle treffen, früher oder später. Es ist dann, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber letztlich macht er gleich eine Eindämmungsstrategie, deiner Meinung nach. Wieso denn? Ja, ich kann nicht verstehen, was da gemacht wird und gebastelt wird. Vor allem hat man halt auch in der Taskforce Leute, die einfach keine medizinische Grundkenntnis haben. Ich fange an mit der Chefin von der Taskforce. Mhm. Die hat ja nicht einmal den R-Wert können richtig berechnen. Und die ist ja mathematisch geschult. Mhm. Das war ja ein Flop, gewesen, der R-Wert. Ja, ja. Weil der einfach nichts mit medizinischen Konstellationen zu tun hat. Ich sage immer, Medizin ist nicht eine Naturwissenschaft. Mhm. Medizin bedient sich naturwissenschaftlichem Modell, um empirische Fakten, Evidenz und so zu erklären. Das ist Medizin. Mhm. Medizin hat aber auch viel mit Intuition zu tun, wenn das Leute nicht gerne hören. Mhm. Aber das ist so. Es ist nicht eine exakte Wissenschaft. Mhm. Und darum kommt man nicht weiter, wenn man nur nach strikten naturwissenschaftlichen Grundsätzen vorgeht. Und was soll man jetzt, du hast es erwähnt, man muss Medikamentenschienen sicher vorantreiben. Es ist auch eine Diskussion im Parlament, dass man das Testen wieder stärken soll. Also absolut. Gratis-Testen wieder möglich, ist das auch deine Meinung? Ja, absolut. Ja. Das gehört rein. Gehen die Leute bestrafen, die kein Geld haben, und dann die Ungeimpften noch mehr marginalisieren, das bringt doch nichts. Wir müssen doch jetzt auch Geimpfte wieder testen. Aber das wollen sie natürlich nicht sagen, weil sie haben den das würde die Impfung relativieren. Ja, natürlich, aber wir müssen doch den Fakten nicht auch schauen. Sie haben vor einem halben Jahr erzählt, wenn ihr alle impft, ist die Pandemie besiegt. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn jetzt wirklich mal die ganze Schweizer Bevölkerung geimpft wäre, 100%, dann möchte ich dann wissen, was uns erzählen wieder für ein Märchen, wenn sie merken, dass es trotzdem nicht funktioniert. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und bei den Tests fällt mir auf, das ist eine persönliche Geschichte, aber hier an der Schule, wo meine Kinder sind, hat es einen Ausbruch gegeben. Und dann ist es eine Woche gegangen, bevor man die Schüler getestet hat. Oder? Also man hat dann Symptome gehabt und so, und dann hat man aber eine Woche lang gewartet. Und das habe ich dann schon komisch gefunden. Ich meine, das Test ist ja gleich immer noch eine sichere Variante, um Ansteckungsketten zu verhindern, oder nicht? Absolut. Und da gibt es ja die Pool-Tests und da kann man es verfeinern. Also ich meine, ich sehe ja jeden Tag... Also welche Rolle spielen Kantone? Machen sie ihren Job gut? Oder wie beurteilst du das? Ja, ich kann nicht beurteilen, welcher Kanton einen guten Job macht, sondern das wäre anmassend von mir. Ich denke, das ist unterschiedlich. Ich denke, da ist natürlich auch politisch und ideologisch ein bisschen gefärbt, je nachdem, wer am Drücker ist. Aber wir müssen schon testen und wir müssen auch verhindern, dass Geimpfte zu Virenschleudern werden. Das ist leider so. Und da tue ich mich nicht ausschliessen. Ich bin auch geimpft. Ich bin geimpft und genesen. Mhm. Und trotzdem, es kann wieder eine neue Variante kommen und wir alle verwünschen es. Also ist Testen systematisch, es ist wichtig. Weil nur dann haben wir die Sicherheit, wenn wir an einen Anlass gehen, dass er wirklich funktioniert. Und dann müssen wir irgendwie den Backup-Plan haben, dass wir Medikamente haben, die wir wissen, die können wir einsetzen, die sind in genügender Anzahl vorhanden, dass wir verhindern können, in 90%, dass es schwere Fälle gibt. Und dann ist die Bevölkerung auch wieder ein bisschen beruhigter. Was wir jetzt machen, ist wir verbreiten Angst und Terror. Ich meine, schau mal Suizidraten an. Mhm. Die Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen. Also, was da abläuft in der Bevölkerung. Ja, oder auch Meldungen so von Pro Juventute mit ihrer Beratungsnummer 147, dass sie sehr viel mehr Suizidanfragen haben. Nein, absolut. Ja. Und ich meine, wie können wir denn daraus raus? Vielleicht können wir ja gar nicht daraus raus. Also irgendwie länger sich darüber nachdenken, das Virus bleibt, sagen einmal alle, auch der Alain Berset sagt das. Dann müssen wir damit leben, müssen wir es irgendwie, wird das in 2-3 Jahren so sein wie die bestehenden 4 Coronaviren, wo wir im Winter ein bisschen den Pfnüsel haben oder so? Oder bleibt es so gefährlich? Es ist dann nicht gefährlich, wenn wir ein Mittel dagegen haben. Darum glaube ich, sind die neueren Medikamente und auch eben Spurenelemente, auch komplementäre Medizin. Ich bin kein Experte auf komplementäre Medizin, ich bin ein Schulmediziner. Und Schulmediziner haben mit dem manchmal ein bisschen Mühe, verstehe ich auch. Aber es gibt, ich kenne glaubwürdige Komplementärmediziner, die Covid-Fälle haben, so weit können lindern, dass die Leute aus einer Lebensgefahr rausgekommen sind. Also das muss man, die muss man mindestens anhören, auch wenn man es nicht unbedingt versteht, was sie machen. Aber man muss ihnen zuhören, weil sie haben Cases, die dokumentieren, dass sie Linderung bringen können. Und das ist wichtig. Also wir müssen
all diese Therapiemodalitäten müssen wir in einem offenen Diskurs diskutieren und umsetzen und Kohortenstudien machen. Wir in der Schweiz waren ja sowas von schlecht gewesen, was die Studienlage betroffen hat. Wir tun ja nur nachplappern an allen anderen. Vielleicht erklärst du das mal, was das denn wäre, so eine Kohortenstudie? Oder damit das Zuschauer sehen, was würdest denn du für Untersuchungsfragen an der Bevölkerung, heisst es Kohorten, heisst man tut wirklich einen Teil von der Bevölkerung wirklich durch untersuchen? Ja, das kann eine Kohorte kann sein, 50, 100, 200, es kann eine Gemeinde sein. Mhm. Es ist eine genau definierte Population, wo nach messbaren Kriterien behandelt wird und untersucht wird. Oder? Und dann kann man das Resultat kann man nachher, das ist nicht hohe Wissenschaft, aber dann kann man sagen, man hat da und da und da haben wir das und das gemacht und das sind die Resultate. Mhm. Also, hat man messbare Kriterien, um das allenfalls zu adaptieren, Therapie, oder sie dann also an einer breiteren Bevölkerung zu geben und einzusetzen. Also das würde, glaube ich, auch dazu gehören, dass man würde Antikörper untersuchen, also herausfinden, wie viele Leute wie viele Antikörper haben. Ja, das sage ich ja schon lange und jetzt, Gott sei Dank, machen wir das jetzt endlich einmal. Und dann, aber was ich dann wieder... Weil in Großbritannien kannst du das auf der Website der Regierung nachschauen, wie es ist in England, in Schottland, in Wales, in Nordirland. Es sind, die Werte sind überall über 90%. Oder? Darum glaube ich auch, dass Großbritannien im Moment einmal weniger hart drankommt. Also die Antikörper, das ist eine Blackbox. Oder? Und dann wollen sie einem zum Teil nicht sagen, man muss sich dann entscheiden, ob man den Wert wissen will. Und dann gilt er aber nicht, dann kommt man das Zertifikat nicht über, offensichtlich. Oder man weiss den Wert nicht und dann kommt man das Zertifikat über. Sie wollen rundherum murksen, weil sie den Standard nicht bekannt geben wollen. Das ist doch ein Witz. Wenn jemand eine 10-fach oder eine 20-fach höhere Antikörper-Titerbestimmung hat, weder einen anderen, oder? Ja. Dann hat es keinen Sinn, dass man gegen impfen. Dann muss irgendwann einmal jemand sagen, das ist ein Wert und das ist ein kritischer Unterwert und das könnte man bestimmen und sagen, ab dann, wenn jemand höher ist, dann muss er so und so lange nicht impfen. Man weiss ja in etwa kinetisch, wie der Antikörper-Titer abnimmt. Über eine gewisse, es gibt wahrscheinlich eine Studie dazu, oder nicht? Ja, da gibt's mindestens Anhaltspunkte. Leider, also in der Schweiz haben wir keine Studie für das. Aber ich meine, da kann man ja auch andere fragen, oder in den USA zum Beispiel. Oder? Und dann sagt man, okay, das fällt ab nach einer gewissen Zeit, aber es hat keinen Sinn, jemanden einfach zu impfen, und, wo sagen wir mal, einen Titer von 700 hat. Oder ich habe einen Kollegen, der einen Titer von 700 hat, der geht impfen. Das ist extrem viel. Er ist eigentlich geschützt. Ja, und darum verstehe ich auch dort den Professor Christoph Berger nicht, wenn er sagt, ja, ihr müsst ja keine Antikörperbestimmung machen, dann einfach impfen und dann kommt es schon gut. Ich meine, das ist ja keine akademische Betrachtungsweise. Das ist mir dann zu laienhaft. Also ein bisschen fehlt auch die wissenschaftliche Neugier in der Taskforce. Ja, da zitierst du mich. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Okay. Die wissenschaftliche Neugierde fehlt, oder? Bei den Leuten. Um das Virus zu verstehen, zum Kranken zu verstehen, was nicht das Gleiche ist, oder? Ich meine jetzt... Ich habe mir vor, je nachdem, wie es rauskommt am Sonntag, sind vielleicht viele Leute frustriert oder so. Und gleich, die Corona-Pandemie läuft weiter. Und ja, wie können wir durch den Winter? Der Alain Berset hat gestern gesagt, ja, er sei zuversichtlich, dass wir ohne grosse Massnahmen durch den Winter kommen, alle gut die Hand waschen und Distanz halten und so. Also ich glaube, wenn wir die zwei Sachen machen, konsequent testen, auch für Geimpfte, Tests einführen, sagen wir mal, bei Grossanlässen, irgendwelche, dass man ab 100 Leute, oder das muss man dann definieren, aber dass man sagt, auch dann müssen Geimpfte Tests vorweisen. Da kann man sicher mal einnehmen. Wenn man die medikamentöse Schiene, die ich vorher angeschnitten habe, konsequent jetzt umsetzt und nicht wartet, sondern jetzt da wirklich rasch, unbürokratisch die bewilligt, dann werden wir die schweren Fälle in den Griff bekommen. Und dann werden wir andere, leichtere Fälle haben und die Leute werden nachher mit der Zeit natürlich immunisiert. Und das muss das Ziel sein. Und da hat man uns am Anfang vorgeworfen, ja, ihr seid zynisch und ihr nehmt Todesfälle. Genau, oder Long-Covid, hat man gesagt. Oder? Ja, Long-Covid kann es geben, das kann es mit oder ohne Impfung geben. Man kann auch Long-Covid-ähnliche Symptome bzw. schwere Nebenwirkungen haben durch eine Impfung. Über das Thema redet ja auch niemand. Das wird chronisch verdrängt. Aber ich denke, ja, es ist nicht eine perfekte Lösung, aber es ist eine machbare Lösung und es ist eine Lösung, wo man irgendwann mal den Leuten sagen kann, Freunde, das war's. Game over. Ihr könnt wieder normal leben. Wir könnten doch so nicht die nächsten 5 Jahre weiterwursteln. Können wir wirklich dann wieder mal normal leben? Also, ja. Das ist mit dem Grund, warum wir uns gegen das Covid-Gesetz wenden, weil wir wollen nicht,
Es ist ja jetzt en vogue, und ich selber bin ja in dem Business auch drin, oder? Die Selbstdiagnostik, das Self-Monitoring, Lifestyle-Monitoring, oder? Quasi die Verwischung von krank und gesund, und jeder kann selber ein bisschen seinen Lifestyle und ein bisschen testen. Das ist ja alles lustig, aber wenn dann der Staat kommt und einem dann quasi über eine App anfängt zu kontrollieren, dann muss man dann schon sagen, also da muss man klare Spielregeln definieren, was ist erwünscht und was ist dann, was geht zu weit. Und dort sehen wir schon ein gewisses Gefahrenpotenzial. Vielleicht nicht jetzt, aber mittelfristig. Und dort muss man Gegensteuer geben. Selbstverständlich soll jemand Eigenverantwortung können übernehmen und sagen, ja, ich will zum Beispiel ein Herzinfarkt-Screening machen oder ich will mein Körpergewicht oder ich will meinen Fitnesszustand überwachen. Das ist eigentlich ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt und in das investieren wir auch. Oder? Mhm. Aber wenn es dann so weit geht, dass man sagt, ja, das habe ich von FDP-Grössen gehört, ja, wir müssen den ganzen Impfstatus von einer Person, gerade online haben. Jeder muss das quasi können zeigen. Hast du Tetanus, hast du die Impfung, das. Oder? Das ist dann nicht mehr weit, dass man sagt, ja, jetzt wollen wir mal wissen. Das ist nicht mehr privat. Ja, das ist dann nicht mehr privat. Und ich meine, Gesundheitsdaten, ich meine, dann sagen sie ja, Daten sind sicher. Ich meine, beim BAG ist nichts sicher. Oder? Also nur der Failure ist sicher. Ja, und das ist beim Staat deponiert dann. Das ist das Heikle. Das ist dann nicht mehr eine Sache. Ja, wenn es beim Staat wäre, und es wäre wenigstens sicher. Aber ich meine, die Hacker lachen sich ja krumm. Und wir haben ja alle zwei, drei Wochen wieder einen Absturz und dann liegen wieder Daten im Stall. Und das ist einfach, das ist nicht akzeptabel. Also, dort muss man einfach schauen, was ist privat und was ist öffentlich. Und das wird noch eine ziemlich harte gesellschaftliche Diskussion geben, glaube ich. Also, unabhängig von Covid. Und ich meine, Covid ist am nächsten Sonntag nicht fertig. Je nachdem, wie es rauskommt, im Moment sieht es eher aus, als dass das Covid-Gesetz angenommen wird. Man weiß es nie, aber es könnte sein. Aber dann ist Covid noch lange nicht fertig. Und wenn es weitergeht mit den Geimpften, dass man einfach merkt, ja, und das sehen wir in den Spitälern, ich habe die neuesten Daten angeschaut, oder? Die Geimpften machen einen immer höheren Anteil an den Sterbenden und an den Hospitalisierten aus. Das muss irgendwo, da kommen wir wieder zum Thema wissenschaftliche Neugierde. Da muss jemand dem auf den Grund gehen. Nicht einfach nur sagen, ja, sind die Ungeimpften die Bösen. Das werden wir sicher weiter diskutieren. Vielleicht haben wir ein drittes Mal. Merci vielmals, Stefan Hettiger, für den Besuch. Es ist immer inspirierend und interessant. Die Corona-Pandemie geht weiter. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke vielmals. Hoffentlich hilft der Wein. Genau.